Etwas durchatmet nach und wie 20 Minuten ist immer schon wieder da. Kapitän, die Sichtweite beträgt beträgt maximal 50 Schritt, keine 100 Schritt. Oder Also, was gewohnt. was auch immer da oben ist, das Schiff ist hier unten in dieser Bucht verborgen und da oben ist in nächster Nähe keiner. Also ich könnte immer sozusagen 50, 60 Schritt vorauskundschaften, dann würdet ihr mich gerade so immer wieder zwischendurch mal sehen und mal nicht sehen. Aber das ist außerhalb der Hörreichweite, das heißt, wir könnten theoretisch direkt losziehen, aufgrund der Beschaffenheit des Nebels. Das ist gut, das gereicht uns zum Vorteil. Wir wollen ja schließlich nicht gesehen werden. Mannschaftstrupp, bereit machen. Wir müssen da hoch. Wenn sich jemand nicht fähig fühlt, trete er bitte jetzt aus. Wie viele Leute willst du mitnehmen? Alles? Alle höchstens fünf. Fünf, okay. Fünf Schützen. Wie gesagt, Kundschaftstrupp. Ja, Elysia wird dich ebenso begleiten. Die Hexe. Sie zieht sich nackt aus, trotz der Kälte. Ohne ein Wort zu murmeln, ohne irgendwelche Magie zu wirken, wird sie dann, nachdem sie sich ausgezogen hat, nackt verschwinden und ist unsichtbar. Du kannst sie allerdings immer noch hören, wie sie da mit ihren nackten Plattfüßen über das Holz oder das Unholz geht. Und auch das Seil bewegt sich, wenn sie dann nach oben steigt. Viel Glück, mach nichts Dummes. Ömer klettert wieder als erster nach oben, um so viele Leute wie möglich so ein bisschen abzusichern, dass die Leute, auch wenn Ömer nicht sehr stark ist, zu versuchen, dass sobald die ersten starken Leute oben sind, dass die mit absichern können. Aber die ersten Leute wird Ömer versuchen abzusichern, dass die Leute nicht in den Tod stürzen, wenn sie nicht so gut klettern können vielleicht. Wie sieht's aus mit Ahmad? Du siehst, dass sich der Kapitän zusammen mit einer kleinen Gruppe losmacht. Ohne dir Bescheid zu geben, verlässt er das Schiff. Ja, Ahmad, der immer noch innerlich quasi Rondras Willen in sich trägt, würde jetzt, ich weiß jetzt nicht so genau, also ich bin gerade bei Entrückung 30, krieg noch was von meiner Umwelt mit, würde ich sagen. Ich würde zu Hilal sagen, ich ziehe jetzt hier meine Rüstung aus, Hilal, und du bindest sie dann nach unten hier ans Band. Ich ziehe die Rüstung dann hoch. Hast du mich verstanden? Ja, mein Herr. Sehr gut. Ja, dann würde Ahmad da hochklettern, sobald die anderen alle hochgeklettert sind. Wie schwer ist es da, am Seil hochzuklettern? Es gibt eine Erleichterung von 3 Punkten auf die 7. Also 4 Punkte Basiserschwernis bleiben. Richtig? Richtig. Dann klettert immer zuerst. Ja, flink wie eine Gazelle ist er dann wieder oben, lässt das Seil hinunter und versucht dann sozusagen die Leute, die das eben um den Bauch binden, damit dann soweit zu absichern, dass eben die Leute nicht in den Tod stürzen. Dann gibt es einen weiteren Punkt Erleichterung von Ömer. Er ist der Erste. Oh, ich wünschte, ich hätte auf Maras kaum ein bisschen mehr Zeit mit Klettern lernen verbracht. Nun gut, wünscht mir Glück. Auf geht's. Ich lege natürlich, wie ein weiser Mensch, vorher meine Rüstung ab und klettere jetzt nicht in voller Platte drauf. Gestehst du mir zu, dass ich mein Kettenhemd im Rucksack hochkriege? Ja, wer soll den Rest hochziehen? Bleibt einfach da. Der Rest bleibt hier. Wir sind auf Kundschaftstour, ich brauche keine glänzende, klappernde Plattenrüstung. Okay, Kettenhemd. Okay, es sind immer noch mit 2 Erschwernis, richtig? Also... Drei Erschwernis, weil ich helfe. Genau. Nur noch insgesamt. Oh, mit meiner Talentwert wird das spaßig. Schauen wir mal. Sieht relativ gut aus. Moment. Da möchte ich gern... Kann ich hinterher noch die 4 Punkte der Verbesserung in Anspruch nehmen oder ist dafür jetzt zu spät? Nein, das musst du vor dem. Also wenn du ein Schicksalspunkt ausgeben willst, musst du das vorher machen. Genau. Dann möchte ich gerne einfach nur die 14 neu würfeln. Damit habe ich es geschafft und bin oben. Kein nicht. Schicksalspunkt? Beide 14 brechen dir das Genick. Die zweite nicht. Körperkraft 16. Ach stimmt, die zweite nicht. Du würfelst ja auf, auf 13. Ja. Genau, also Dein Talentwert ist 1, mit deiner Schwernis von 3 musst du deine Attribute mindestens mit 2 unterwürfeln. Das heißt, die Körperkraft ist nicht 16, sondern effektiv 14. Genau, deswegen hat er das geschafft. Die Gewand hat nachgewürfelt, die hat gelungen. Genau, ich wollte das leider oben. Ich kleide oben, ich nehme an, die Watte hatte ich beim Klettern an, weil die gibt mir keine Behinderung. Soll passen. Und dann kannst du erstmal mit anpacken, weil du siehst, dass Ömer die vielleicht hätte gar nicht halten können mit seiner Körperkraft, wenn es hart auf hart gekommen wäre. Wenn da nur der Mann ist, packe ich neben ihm nochmal an, den bei dem kurzen. Und dann kommen die anderen erstmal hoch. Aber mir. Ich würde mir meinen Stab in ein Seil verwandeln, ein Stück klettern, mir Seil um den Bauch binden, also vorher Seil um den Bauch binden, am unteren Ende befestigen, hochklettern, sodass ich, falls ich runterfalle, immer noch gehalten werde durch mein Stabseil. Das fügt einfach nur, ja okay, das ist trotzdem eine Kletternprobe plus 3. Okay. Wenn du runterfällst, wird es einfach weniger schmerzhaft.
Ja, du wirst vielleicht ein paar Punkte Ausdauerschaden bekommen, weil du an der Wand entlang schubbelst. Genau, aber ich sterbe. Aber nicht auf dem, nicht auf dem Deck aufschlagen. Also plus 4 jetzt immer noch. Plus 4? Nee, plus 3. Plus 3, plus weil, weil überhilft. Möchte was plus, plus 3 oder plus 2 jetzt? Plus 3. Plus 3 insgesamt. 3, okay. Klettern. Ein W, 20 Schritt hoch ist die Felsküste hier. Misslungen. Schon das erste Mal. Ja, dann ist das. Ja, dein Seil ist ungefähr einen Meter lang. Dann kriegst du 1 W6 minus 1 Ausdauerschaden. Okay. Bist noch nicht oben, musst ein weiteres Mal klettern würfeln. Wie oft kann man versagen, bis man oben ist? 2-3 Mal? Fünf Proben würde ich mindestens haben. Also, wenn es alles. Genau, 5 Misslungene oder einmal geschafft. Gut, dann würde ich es nochmal probieren. So, 1 W6 minus 1 sind 5. 3 Echte. Ausdauer sind 3 Echte, genau. Nächste klettert. Sekunde, mal gut eintragen hier. Klettern. Gleich ist die kleine Bauch dreckig. Ja, ist immer noch die gleiche Probe. Nee. Und der nächste W6. Nummer zwei. Gut. Ja, aber mir schlägt immer mal wieder gegen die ja wirklich richtig widerliche, aufgeraute Felsspalte, kratzt sich da auf einige Möwen, die dann aufstieben und die noch aus dem Gleichgewicht bringen und zerschürft das Gesicht, blutig, schrammig. Nächste Probe. Immer ruft Ruta, Moment! Und dann schaut er Jala an, der mit ihm zusammen das Seil hält. Komm, wir ziehen den Magier hoch. Ich glaube, die schaffen das nicht. Das ist ein bisschen nervös. Komm schon. Hau ruck! Ich hab ihnen doch gesagt, wenn sie nicht klettern können, hau ruck, sollen sie unten bleiben. Aber wir klettern. Das könnte jetzt erleichtert sein. Vielleicht muss er auch gar nicht mehr klettern. Vielleicht müssen wir Körperkraftproben machen, um ihn hochzuziehen. Körperkraft. Und das bedeutet dann für uns Erschöpfung. Körper. Ah, okay. Würde ich sagen, dann gebt mir mal. Ich möchte eine Körperkraft. Ich möchte eine Körperkraftprobe haben. Sie ist erschwert um 5. Kann ich sie unterstützen irgendwie? Kann mich ja selber noch ein bisschen hochziehen, oder? Ja, wenn du jetzt deine Kletternprobe schaffst, Good. Dann... Beide gelungen von uns. Beide gelungen, super. Sogar kritischer Erfolg dann von dir. Dann eine normale Kletternprobe, bitte. Aber mit dem Crit trotzdem nur normal. Normal. Aber ich... Wahrscheinlich bei der Dienst hat noch 1W6 mal, dann kriegst ist das kurz du oben. Richtig, dann kriegst du jetzt noch 1W6 Ausdauer. Das sind wieder nur 2, aber du bist oben. Und das ist dann nicht noch die 2 anderen Kletternproben. Gut, der nächste Magier. Eldan Gorbas. Übersetze ich hin. Ach oh, ja, ich brauche eine Pause. Oh. Ja, ich übernehme hier schon, aber nicht zu lange. Jetzt kommt der nächste Magier, um ihn jetzt zu finden. Das gleiche Trauscht. Eltern, klettern plus 3. Ja, ich leg mich aufs Maul. Aha. Hattest du deinen Stab umgebunden? Nein. Nein, habe ich nicht angesagt, dementsprechend nein. Gut, dann 2W6 bitte. 2W6 minus 2. Gut. Oh. 2W6 minus 2 sind 8. Die Hälfte davon sind 4. Ja, warte, ich muss es eben eintragen. Ihr seid ja tot, bevor wir oben sind. Ja, ich stehe unten an Deck und sag nur, na großartig, niemand kann das Schiff mehr steuern und unsere Magier bringen sich um. Jetzt fällt mir auch ein, dass das mit dem Seil vielleicht gar keine doofe Idee war und ich vielleicht ein bisschen optimistisch war. Und möchte das jetzt mit dem Seil genauso machen wie er. Hast du den Stabzauber? Nö, ich würde mir einfach ein Seil geben lassen. Das ist ja kein Thema, Fisseln-Entfisseln-Probe. Genau, also bei mir ist es halt ziemlich einfach, weil sein Seil ein eigenes Leben hat, aber ja, du müsstest halt noch sonst eine Fesseln in Fesselnprobe machen, dann würde ich dir das eben auch zugestehen. Ah, nächstes Problem. Würfel mal in die Box. Ich mach ihn fest. Ach, du machst ihn fest, okay, dann würfel mal in die Box deine Fesseln in Fesselnprobe und dann kann... Das sieht gut aus und Eldan darf klettern. Gut, dann fällst du wieder nur, aber diesmal nur für 1W6. Oh Mann. Möchtet ihr noch ein bisschen Erschöpfung aufbauen da oben? ja, wenn der sich da so doof anstellt, baue ich ein bisschen Erschöpfung auf und schwöre, dass ich den nächsten, der hier nicht klettern kann, eigenhändig auch, wenn er rum ist. Ja, Körperkraft plus 5 von demjenigen, der das tun will. Yep. Mein Gäste, seid ihr sicher, dass ihr nicht hierbleiben gelungen. Wollt? Dann gibt's Erschöpfung für dich. Ein Punkt. Ja. Ist ein bisschen weniger! Die Probe bleibt gleich erschwert, richtig? Ja.
Das sieht gut aus. Ja, und Yalan versucht so ein bisschen weiter zu ziehen, hat sich allerdings irgendwie unter einem Steinstück verkeilt. Da war dann noch irgendwie noch so ein fieser Ast, wo sich das rumgewickelt hat. Die Möwen sind so ein bisschen hin und her, haben das so vielleicht ein bisschen verheddert, haben sich da aufgeregt, weil sie mit den Nistplätzen gestört werden. Aber dann stehst du irgendwann oben blutig, zerschrammt, genauso wie Eldan, genauso wie Abelmir. Mit euch beiden rede ich gleich. Kerst. Kerst klettern. Wehe, sie trinken jetzt die ganzen Heiltränke weg. Der Nächste! Ja, Ahmad würde schlauerweise, weil er überhaupt nicht klettern kann, da er ja sowieso schon ein wenig entrückt ist, weiterhin die Hilfe seiner göttlichen Leuen anfordern bzw. nachfragen. Und ja, mit einem kleinen Kurzgebet: O göttliche Leuen, verleih mir die Kraft, diesen mächtigen Berge zu erklimmen, würde er eine Mirakelprobe auf Klettern machen. Die ihm auch gelungen wäre. Hm, von Kieras brauche ich auch noch eine. Kletternprobe? Ich komme nicht mit. Du kommst nicht mit? Ja, will ich mit auskundschaften? Okay. Ich weiß auch nicht, warum Achmann mitkommt. Irgendwer muss doch noch das Schiff. Achmann ist von glühendem Zorn und Hass erfüllt. Ja, ich aber nicht. Mit dem Duell ist für mich alles geklärt. Ich helfe mir, den hochzuziehen. Okay, ja. Ahmad schafft das aber auch. Herr Schwen ist es eingetragen. Kletternprobe gelungen. Rotglühend. Du kannst sehen, wie der Nebel so ein bisschen zurückweicht und der mit einem Leuchtfeuer, ein Leuchtturm dort oben steht. Bei allen 12. Noch nicht ganz. Noch 5 Cup fehlen. Also in 5 Cup bin ich ein Leuchtfeuer. Und wir haben noch keinen einzigen Gegner getroffen, ne? Nächster! Ja, mittlerweile, ja, die Schützen kommen dann auch alle nach oben. Schauen wir mal nach. Ich würfel einmal eine Probe für die Schützen. Die kommen auch nicht hoch. Das wird auch ein bisschen Schaden geben für die Schützen, aber dann sind sie dann irgendwann oben. Und ihr steht allesamt oben auf diesem Felsmassiv. Um euch herum Nebel. Ahmad, Magier, Schützen. Ihr passt hier auf die Landestelle auf. Es kann sein, dass wir möglichst schnell wieder da runter müssen. Ahmad würde gerne noch seine Rüstung hochziehen, wenn alle anderen oben sind. Immer steht auf von dem Stein, auf dem er sitzt, schlägt sich einmal kurz den Staub ab. Ja, ja, woher? Wir werden uns nach vorne begeben, versuchen das Insanktum auszukundschaften. Du gehst vor, ich halte mich so etwa 50 Meter in Sichtweite hinter dir und gebe dir mit dem Bogen Deckung, wenn es haarig wird. Du siehst also maximal 50 Schritt, du hast maximal 50 Schritt Sichtweite. Machen wir 30, ja. Du hast recht. Ahmad, einmal Trefferzonenwürfel, bitte. Trefferzonenwürfel? Ja. Ich glaube, das ist nicht gut für mich. Ey, wenigstens siehst du alle Dämonen auf dich. Ja, aber ich bin noch nicht bei 50 angelangt. Kampf. Den noch egal. Als du deine Rüstung nach oben ziehst, wirst du feststellen, dass Hilal wohl vergessen hat, dir die Platte für deinen Arm mitzugeben und dein Schwertarm nicht gerüstet ist. Von Hilal keine Spur. Wie? Ja, hat das irgendwie hochgezogen und ist dann irgendwie weggelaufen, hat er sich da doch irgendwie, ist er wohl ins Gespräch mit einem Söldner gekommen, der hat ihm wohl irgendeinen Auftrag gegeben, du bist ja nicht ganz sicher, was da passiert ist, zumindest als du dann deine Rüstung angezogen hast, wirst du feststellen, irgendwas fehlt, von Hilal keine Spur, niemand reagiert mehr dort unten auf dem Schiff. Ja, nicht mehr. Kann ich zufällig so eine Armplatte ins Wasser platschen sehen? Nein. Schade. Fehlt einfach. Ich nehme Hilal mit und trinke mit ihm. Er hat Hilal für Drogen verkauft. Sie ist einfach nicht da, vielleicht Unachtsamkeit oder so. Hilal wird hingerichtet. Ja, das schauen wir uns dann später an. Ja, ihr seid oben, wie soll es weitergehen? Wie gesagt, jeder hat seine Befehle, immer kundschaftet voraus, ich halte mich... hier an der Stellküste entlang wollen wir, oder wollen wir ein bisschen Landesinnere? Wie wollen wir? Im Landesinnere, ich denke, da ist die Deckung besser. Okay. Ja, ich würde merken, dass ihr Ahmad im Schlepptau habt. Ahmad, euer Gnaden. Ich weise darauf hin, dass ihr leuchtet. Was wollt ihr mir damit sagen? Wir wollen nicht entdeckt werden. Nicht bevor es unsere Zeit ist. Ich bekomme bitte eine Sich-Verstecken-Probe von allen. Sie ist erleichtert um 7, wie ich einmal sagte. Es sei denn, ihr wollt euch nicht verstecken, dann ist es egal. Ich sehe übrigens gerade, ich kann gar nicht quasi keine Rüstung am rechten Arm haben, weil ich habe ein Kettenhemd. Und fehlt dir das Kettenhemd? Ja, dann fehlt da an der Stelle, ist es wohl aufgerissen, die Nieten sind da versprengt und du musst das beim nächsten Mal beim Schmied vorbeischauen, irgendwas ist da wohl passiert. Zumindest fehlt dir an der Schwert, an dieser Trefferzone fehlt dir deine Rüstung 6. Was
Ömer auskundschaften kann, ist, nachdem er dann einige Meilen in Richtung Norden gegangen ist, wirst du erkennen, wie dort wohl ein Pfad in Richtung weiter Norden führt, der nicht sonderlich begangen ist. Ist wohl um die 2 Meter, vielleicht 3 Meter breit, allerdings auch wieder bewachsen durch dieses wilde, hohe Gras, was dann hier rummündet. Und wenn du die anderen dann nach und nach immer wieder dazu holst, es gibt wenig zu erzählen, könntest du dann, du hast sie noch nicht weiter herangewunken, stehst gerade hinter einem der Büsche, erkennen, wie dort sich gerade 3 Häuser aus dem Nebel schälen. 2 etwas größere und dahinter kannst du wohl noch ein kleineres erkennen. Die beiden größeren, dabei handelt es sich, und das kannst du sehr offen erkennen, das ist wohl ein Tempel und das andere eine Taverne oder eine Absteige, und das andere Haus entzieht sich erst noch einmal weiter deinem Blick, sodass du nicht genau erkennen kannst, wofür dieses der 3 Häuser zuständig ist. Was allerdings dein Unwohlsein massiv erregt, ist, dass es hier widerwärtig stinkt nach Algen, verfaultem Fleisch, Unwasser, salzig, verfaultes Holz. Es ist ein unglaublich widerwärtiger Geruch, der jetzt in deine Nase steigt. Mit jedem Schritt, den du näher kommst, hast du auch ein Gefühl von, es ist nicht unbedingt ein Herzschlag, der pocht und sich über dein eigenes legt, sondern es ist eher eine Art Welle, eine innere Welle, die sich in dich hineingelegt hat. Ja, Ömer möchte ganz gern das Attack-Zeichen geben, die Faust zum Anhalten, und hoffen, dass Jalan das versteht. Ich halte an, ich kann Attack. Achmat geht weiter, er kann keinen Attack. Aber okay, bevor wir weitergegangen sind, möchte ich dieses Gespräch mit Achmat dann zu Ende führen, wenn er sich nicht abwimmeln lässt. Euer Gnaden, ihr leuchtet im Dunkeln und ihr tragt volle Platte. Ihr könnt nicht mitkommen. Ich werde mitkommen, um sicherzugehen, dass ihr keine ungöttergefälligen, vor allem keine unrondragefälligen Taten vollbringt. Achmat, müsst hier bleiben, sonst fliegen wir auf. Es ist meine rondragefällige Pflicht, euch zu begleiten. Ömer, es ist vor allem sehr laut. Durch den Nebel hallen die Stimmen besonders gut. Eure Pflicht ist es, auf dem Boot zu bleiben und darauf Acht zu geben, dass niemand etwas damit anstellt. Meine Pflicht ist es, das Seelenheil der Männer und Frauen an diesem Schiff zu überwachen. Und ihr seid der Gefährdetste. Also Achmat gibt sich auch keine Mühe, irgendwie die Stimme zu senken oder so. Was haltet ihr davon? Ich gebe euch das Schwert zur Aufbewahrung, damit ich damit kein Schindluder treibe. Und ihr lasst mich dafür in Ruhe ziehen und arbeiten. Solange, bis ich wieder da bin. Und dann tut ihr was? Ömer aus dem Rücken zu dolchen? Ich schau mal Ömer an. Ömer ist weg. Ömer scheint sich in der Zeit des Gesprächs und parallel bewegt zu haben. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und ist weg, nachdem er das Haltezeichen gegeben hat. Mit 21 Sternchen überhaupt nicht. Ja, sag ich ja, Ömer ist weg sozusagen. Ja, also keine Chance. Ja, dann, wie gesagt, Achmat wird, wenn er Ömer nicht sieht... Ömer war zuletzt hier, wo du ihn gesehen hast, kurz vor dem Gespräch. Ja, ich werde jetzt nicht Ömer brüllen. So doof bin ich dann doch nicht gerade, auch wenn ich bei 40 Entrückung irgendwie rumdümpel. Aber, ja, ich guck mal in die Richtung und sage, Ömer ist bereits weg. Ich werde mitkommen. Ich pack ihn am Schlafittchen und wir gehen zurück zum Lager. Und wie willst du das machen? Kommt jetzt mit zurück. Nein. Dann bleibt alleine hier stehen. Sterbt, ist mir egal. Aber ihr werdet mich nicht aufhalten. Dann gehe ich zurück zum Lager. Ömer, du kannst wohl erkennen, dass aus der einen Taverne, aus der Absteige, jetzt mehrere Leute herauskommen. Einer von denen, offensichtlich Piraten, pisst erstmal gegen einen Brunnen. Lautes Lachen, kehlig, wohl auch besoffen, und dann halten sie kurz inne in ihren Rangeleien, wie auch immer sie sich da gebaren, und spitzen ihre Ohren. Das kannst du nur schwach erkennen, aber jetzt, wo sie gerade sich aus dem Nebel schälen mit der mit dem Lichtschein aus der Absteige, drehen sie sich zumindest in die Richtung, aus der du eben gekommen bist, also die Richtung, wo du jetzt auch ganz offen, ganz offen, wo du die anderen hören kannst. Der Nebel trägt weit. Ömer hat den Bogen in der Hand, holt einen Pfeil aus dem Hüftköcher, legt den Pfeil auf, spannt den Bogen aber noch nicht, weil das geht ja recht schnell beim Kurzbogen, nur noch das Spannen, und wartet ab.
Er hat sich ja hingehockt ins hohe Gras, dass er möglichst schlecht zu sehen ist. Eine möglichst kleine Figur macht und wartet. Du bist überhaupt nicht zu erkennen. Also, Sinnschärfe erschwert um 21 für die und das werde ich nicht würfeln. Ja, wie sieht das aus mit Ahmad und Jalan? Oder den beiden Magiern? Ich gehe zurück, wenn er nicht mehr Jalan zurück zum Lager geht, dann geht Ahmad natürlich mit. Gut, dann können die beiden Magier erkennen, dass Jalan und der Geweihte sich jetzt entfernen. Die sollten wahrscheinlich auch mitgehen. Also mit Captain. Abelmir, Eltern. Ja, wir stehen doch eh nur an diesem Platz da oben. Richtig, richtig, ich suche mir irgendeinen Platz, wo ich nicht gleich offensichtlich gesehen werde. Irgendeinen Baum, einen großen Stein, wie auch immer. Richtig, ich würde mich halt damit kann. Abelmir absprechen, dass ich irgendwie nach rechts gucke und er nach links. Genau. Ich nehme an, dass wir da beide nicht so den Megaplan haben, aber das wäre dann mal so mein Plan. Ich gucke nach rechts, er guckt nach links und dann gucken wir halt. Und sie sollte auch in Sichtweite bleiben, also nicht uns 50 Meter maximal, also 30 Meter vielleicht maximal auseinander stehen. Ja, also du musst auf jeden Fall merken, dass Elder nur so 10 Meter vom Seil überhaupt weit weggeht. Gut. Also. Dann für ja, die beiden, Ahmad und auch Jalan, eine Orientierungsprobe für den Nebel erschwert um 7. Wo kam die überhaupt her? Wie viele Meilen muss man gehen? Keine Ahnung. Immer vor dir, du kannst das Ganze so ein bisschen umschleichen, du siehst, wie jetzt wohl es sind noch mehr im Inneren anwesend, jetzt gerade rausgegangen sind so 5 Leute, einige Säbel, die dann an ihrem Gürtel hängen, gehen mal nachschauen. Im Tempel gibt es wohl auch noch Licht und mehrere Stimmen, also mindestens 2, die sich da unterhalten, und das hintere Gebäude, das ist wohl, ja, wie kann man das bezeichnen? Sowas wie ein Domizil. Eine Villa ist es nicht, aber ein etwas besseres Gebäude, was sich auch ganz klar abhebt von dieser Absteige für vielleicht sowas wie ein, naja, Admiral. Hinter dem Ganzen kannst du einen Kegelstumpf erkennen, der noch einmal massiv nach oben ragt. Weitere 15 Schritt in die Höhe, fast noch einmal doppelt so hoch wie die Klippen selber. Dort kannst du ja einen Kegelstumpf erkennen, aufgeschichtet oder vielleicht so etwas wie ein ehemaliger kleiner Vulkan. Aufgeschichtet aus Granitblöcken mit einem feuchten Bassrelief zeigt es hier einige Wesen aus der Tiefe eingeritzt in diesen Pfad. Der Weg führt spiralförmig in die Höhe und wird an manchen Stellen so schmal, dass keine 2 Menschen nebeneinander passen. Den Anblick der Spitze kannst du nicht ganz ausmachen, da er dann wieder abfällt und dort wohl sowas wie ein Loch birgt, wie es ein Vulkan ebenso tut. Auch wenn du hier keine Zeichen von Lava oder so etwas erkennst, sondern nur noch gähnendes Unwasser, stinkende Algen und ein inneres Verlangen. Ein Verlangen, was in dir brennt, dich in die Tiefe hinabziehen will. Irgendetwas lauert wohl dort oben. Dort oben im Kegelstumpf und will etwas von dir. Ja, immer hat sich derweil dem Tempel hier ein bisschen genähert, um den Tempel etwas mehr in Augenschein zu nehmen. Hat aber noch immer einen guten Abstand anscheinend dazu. Und will einfach nur etwas besser sehen können, ob da beim Tempel irgendwas abgeht auf die Entfernung. Erstmal nicht, nein. Was ja, vielleicht gibt es hier Fenster irgendwo, wo man so ein bisschen was erhaschen kann. Ja, also Fenster wirst du finden. Die sind da, beziehungsweise nicht aus Glas, aber irgendwie wieder Stoff oder so, was da vorgehängt worden ist. Und du kannst im Inneren dann auch erkennen, wie da wohl 2 Priester stehen. Würfel mal bitte eine Mutprobe, Schwert um 2. Es sind 2 Priester. Dem einen fehlt ganz offensichtlich der eine Arm, wo nur noch Tentakelauswüchse zu sehen sind. Und der andere, naja, hat seine Gestalt in ein großes braunes Tuch gehüllt. Nur noch ein schwarzer Schemen, der sein Gesicht verbirgt. Aber er steht in einem Altar oder in einem Schrein mit weiteren Tentakelauswüchsen. Vielleicht ein Krake, der sich dort drinnen befindet. Das kann dich allerdings nicht weiter schockieren. Ein Schrein der Globomong oder ein dicker, widerwärtiger Frosch, der hier auch zu erkennen ist. Das Domizil, ja, der Zirrup dort Papiere. Der Schrecken sitzt immer auf jeden Fall im Gesicht. Er schluckt schwer und schaut mit großen Augen dorthin. Bräuchte ich. Schließt die Augen kurz, um sich zu beruhigen mit seinen eigenen Worten. Und nachdem ihm das Herz bis zum Halte hinschlägt, überlegt er sich, dass er doch noch ein bisschen näher rangeht. Und er möchte ganz gerne den Tempel umrunden.
Also nicht, also in dem gültigen Abstand umrunden. Ja, alles klar. Du kannst auch erkennen durch die Fenster der Taverne, wenn du jetzt das eine oder andere da rein siehst, es sind wohl aktuell um die 14 Leute da. Zusammen mit denjenigen, die jetzt schon in dem Nebel verschwunden sind. Der Rest wartet immer noch im Inneren und betrinkt sich gerade, besäuft sich. Ja, einfache Seefahrer bzw. Piraten. Du kannst auch einen großen Spalt erkennen, der hier vorne im Norden klafft, wo man sich ideal verbergen könnte. Also da geht es in einem tiefen Einschnitt nach unten. Ebenso kann man sich eben auch hier verbergen, direkt am Rand. Je nachdem, wie man das gerne hätte. Es gibt hier viele Möglichkeiten, zusammen auch mit den Büschen, um sich hier zu verstecken, um sich zu verbergen. Je nachdem, ob es gerade neblig ist, was das Ganze sowieso sehr vereinfacht, oder aber auch stürmender Regen, auch das kannst du abschätzen. Wenn es dunkel ist, wenn es stürmt, auch hier könnte man sich dann eben so verbergen. Ja, immer möchte ganz gerne die Küstenlinie hier entlang. Du kannst erkennen, dass es hier... Nur bis hierhin. Ja. Also bis hierhin. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Ja, ich möchte nur bis dahin gehen, aus Sicherheitsgründen. Dann gibt er nochmal 2 ASP dafür aus. Es gibt hier wohl ein... Ja, es gibt hier wohl ein gähnendes Loch unten, was direkt mit dem Meer verbunden ist. Der kleine Sandstrand, den du dann hier noch erkennen kannst, läuft aus und hier gibt es einen Riss. Hier ist ein Loch. Hier ist ein kleiner Riss im Gestein, der dann eben auch mit dem Meer verbunden ist. Und je nachdem, ob du denn gerade Flut oder Ebbe hast, wird dann dieser Sandstrand überspült oder eben auch nicht. Und hier könnte man dann wohl direkt irgendwie hinein. Das ist auf alle Fälle übermenschengroß, so 3 Schritt. Du bist dir nicht ganz sicher, ob es da irgendwie verbunden ist, aber da passt auf alle Fälle ein Mensch rein. Ja, jetzt will er gucken, dass er ungesehen hier so rüberkommt und hier so und möchte ganz gerne zur Spalte. Einen Blick in die Spalte werfen. Ja, einfach nur ein gähnendes ungefähr 8 Schritt, müsstest du mal abmessen, wie lang das wirklich ist. Ein glitschiger Rand, da könnte man sich ideal drin verbergen. Auch das wieder für dich perfekt. Gibt es keine weiteren Schritte nach unten, keine Höhle oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Spalte, wo man reinklettern könnte. Kommt da der Gestank her? Immer riecht man so ein bisschen tiefer da rein? Nee, der Gestank kommt direkt aus dem Schlund, direkt aus diesem Kegel vor. Okay, dann will er ganz gerne nach wirklich hier hin. Und gucken, wie das Loch jetzt aussieht. Ob, wenn er da runterklettert, er da irgendwie... Also zu diesem Loch hier. Ob, wenn er da runterklettert... Ob das jetzt gerade sozusagen offen oder leer ist. Zur Zeit könntest du da wohl rein, ja. Ja, man möchte ganz gerne immer sozusagen da runterklettern, ein Stück weit. Er weiß, dass es riskant ist, niemand kann ihm helfen, wenn was passiert, aber er ist mutig. Ja, alles klar. Zurzeit sind es dann nicht 20, sondern ich hatte gesagt, es geht nochmal 15 Schritt nach oben, also gib mir einfach mal 1W10 plus 20. Einfach nur 1W10 plus die 20 Schritt, die du sowieso hast. Okay, dann hast du 27 Schritt Höhe. Ich möchte 2 Kletternproben haben von dir. Sie sind beide erschwert um 7.